Hallo, ich bin der Hannes. Heute das Thema Messer schärfen bzw. scharf halten. Das Messer scharf halten machen wir mit einem Wetzstahl und das Messer schärfen mit einem Schärfstab. Wichtig in allen Fällen ist einfach, dass wir den Winkel zwischen 15 und 20 Grad haben. Das ist der perfekte Winkel zum Schleifen. Und den bestimmt ihr am besten dadurch, dass ihr 90 Grad ansetzt, dann auf 45 geht und dann zwischen 15 und 20 Grad seid. Und dann zieht ihr das Messer in schnellen Bewegungen von oben nach unten ab. Und nach jedem Nachschleifen, im Endeffekt ist das nur, dass das Messer scharf bleibt, müsst ihr das Messer nachher natürlich noch feucht abwischen, damit die ganzen Rückstände beiseite gehen. Und dann haben wir den Schärfstab. Den Schärfstab gibt es einmal in Diamantbeschichtung und einmal Keramik. Keramik, Diamantbeschichtung. Der ist klassisch wirklich dafür da, dass man das Messer schärft, wenn es stumpf sein sollte. Wem das Ganze zu gefährlich sein sollte, der kann den Schärfstab oder auch den Wetzstahl einfach aufstellen und dann auch von oben nach unten abziehen. Den Schärfegrad des Messers überprüft ihr am besten mit einem Blatt Papier. Das haltet ihr ein bisschen auf Spannung und dann geht ihr einfach durch. Und wenn das ist, dann ist das Messer scharf genug. Messer scharf halten mit einem Wetzstahl und nachschärfen mit einem Schärfstab. Die Hauptsache ist, Messer immer schön scharf halten. Bis zum nächsten Mal.